Nächstes Thema, Cross-Validation. Wenn Sie irgendwo was sehen, sehen Sie immer mal auch Cross-Validation machen wir jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund. Ja, jetzt erkläre ich Ihnen mal, was das ist. Das ist einfach nur Folgendes. Das Ziel ist, eine robustere Art, einen Classifier zu evaluieren. Wie haben wir das bis jetzt gemacht? Naja, ich habe das ja Ihnen hier vorgeführt. Habe hier diesen Split immer mal neu gemacht. Und dann kam mal 96 raus und dann machen wir einen neuen Split, dann kam 98 raus. Und das ist also so ein bisschen verrauscht, was da rauskommt. Und ich würde das jetzt noch mitteln, ja, um irgendwie so ein vernünftiges Resultat zu kriegen. Und eine systematische Art, um das zu machen, nennt sich Cross-Validation. Ja, das ist jetzt hier auch möglich, hier wird es halt immer zufällig gemacht, das ist okay, kann man machen. Ja, eine andere Art ist Cross-Validation und die erkläre ich Ihnen jetzt. Die funktioniert einfach so, ich habe noch einen Zusatzschritt am Anfang und ich splitte meine Datasets jetzt nicht in Training und Test, sondern in drei Teile für Threefold Cross-Validation. Sie wissen jetzt auch schon, was Fourfold, Fivefold, Sixfold ist, zeige ich Ihnen aber gleich auch noch auf dem Slide. Bei Threefold haben Sie drei Teile, dann trainieren Sie Ihren Classifier und benutzen nur A und B und testen auf C. Dann machen Sie das nochmal, aber jetzt trainieren Sie auf A und C und testen auf B. Und der vierte Schritt, kommen Sie selber drauf, ja, da trainieren Sie auf B und C und testen auf A. So, was haben wir jetzt hier gemacht? Jeder dieser drei Teile war einmal Testset. Ja, das heißt, jeder Datenpunkt war einmal in dieser Testset, um irgendwie den Testfehler auszurechnen. Okay? Und alle anderen Datenpunkte haben wir immer genommen zum Trainieren. Das heißt, das ist jetzt eine sehr systematische Art, um mit einfach dreimal sozusagen den ganzen Raum von Möglichkeiten abzudecken und irgendwie eine robuste Schätzung, ja, des Testfehlers zu bekommen. Das ist also besser, als wenn wir nur einen Split machen, ja, sondern es ist also geschickter, wenn man das in solche, so ein Threefold-mäßig macht. Auch hier wieder muss man aufpassen, dass wenn man diesen Dreier-Split macht, die müssen nur gleich groß sein, die Teile. Ja, man sollte aber vorher die Daten durcheinander wirbeln, damit nicht sowas passiert, dass in dem ersten Split nur Klasse 1 ist, im zweiten ist nur Klasse 2, im dritten ist nur Klasse 3. Muss man natürlich zufällig machen, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Und am Ende rechnet man einfach den Mittelwert aus von diesen Schätzungen. Okay? Das ist Threefold Cross-Validation. Das ist also eine Art, Ihren Classifier auf einer bestimmten Dataset zu validieren. Ja, zu gucken, wie gut ist er. Similarly, Fourfold Cross-Validation. Oder eine Frage zunächst, ja. Würde das dann nicht auch dazu führen, dass der Classifier besser wird? Also, dass man mehr Daten hat? Gute Frage. Ich wiederhole nochmal. Die Frage war jetzt, ob nicht dadurch nicht durch dieses immer weiter Training sozusagen, dass er dann auch immer besser wird. Das habe ich also nicht so gut erklärt, merke ich hier gerade. Der wird jedes Mal neu trainiert. Das heißt also, an dieser Stelle trainiere ich einen Classifier. Und im Step 3 trainiere ich einen neuen Classifier. Ja, das ist gut, dass Sie nachfragen. Also, es wird also jedes Mal ein neuer Classifier trainiert. Weil sonst wäre es ja auch so, wenn ich jetzt hier B benutzen würde zur Evaluierung, habe aber im zweiten Schritt B schon benutzt, dann ist das ja irgendwie mogeln. Ne? Dann kann ich das ja irgendwie auch, dann kann ja sein, dass ich den Punkt einfach nur abgespeichert habe und gar nicht wirklich was gelernt habe über die Daten. Also ganz wichtiger Punkt, wir fangen immer wieder bei Null an. Also in dem zweiten Schritt fangen wir mit einem Classifier an, der noch nichts weiß. Im dritten Schritt weiß der Classifier am Anfang auch gar nichts und im vierten Schritt weiß er am Anfang auch gar nichts. Ja? Das ist also ganz wichtig. Gut, Fourfold Cross-Validation, ich habe es Ihnen mal einmal der Vollständigkeit halber komplett aufgeschrieben. Sie machen vier Teile, dann trainieren Sie halt auf A, B, C, evaluieren auf D und so weiter und so fort. Und da sehen Sie schon, ja, da können sich Generationen von Statistikerinnen und Statistikern jetzt drauf austoben, was ist denn jetzt am besten, ne? Twofold, threefold, fourfold, fivefold, sixfold, was ist denn da wieder das Beste, um sozusagen den kleinsten Fehler auf dem Fehler zu haben? Ja, Sie wollen also die beste Test-Error-Schätzung kriegen. Ja, was ist denn jetzt hier wieder die beste Aufteilung, ja? Und auch da gibt es wieder ganze Theorien, die uns aber nicht interessieren. Wir wählen einfach nur und können dann in unser Paper schreiben, wir haben das mit Fourfold Cross-Validation evaluiert und dann sagt der Reviewer, toll, tolle Sache, der versteht sein Handwerk sozusagen, der hat das irgendwie robust gemacht und nicht einfach nur so einfach. Ja? Das ist also eine Art, wie man das also machen kann, wie das anerkannt ist, wie das okay ist. Ja? Gut. Tenfold Cross-Validation habe ich Ihnen nicht mehr aufgemalt, aber Ihnen sollte klar sein, wie das geht. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist mit 150-Fold Cross-Validation? Ja,
Wir haben 150 Datenpunkte, das Maximum, was wir hinkriegen, ist 150 Fold Cross Validation. Ja, wie hat man sich das jetzt vorzustellen? Das bedeutet also, ich nehme einen Datenpunkt raus, trainiere auf 149 Datenpunkte, ja, und dann teste ich auf diesem einen Datenpunkt. Das Ganze mache ich aber 150 Mal und jeder Punkt ist einmal draußen. Ja, und auch das ist eine valide Methode, die sogar einen eigenen Namen hat. Die heißt Leave One Out Cross Validation. Ja, das ist also sozusagen der Extremfall, den man eingehen kann. Und auch der hat interessante statistische Eigenschaften, die manchmal irgendwie gut und schlau sind. Ja? Gut, soweit so gut. Wie macht man das jetzt in SKLearn? Ich zeige Ihnen das mal nur. Wir können ja ein paar Minuten früher da fertig sein. Man macht wieder die Google-Suche und man stellt fest, in der Subtoolbox Model Selection gibt es eine Funktion mit dem Namen Crosswall Score. Die rechnet also einen Score aus. Score war sowas wie Prozentsatz oder Anteil der Punkte, die richtig klassifiziert wurden. Und das ist jetzt ein Cross-Validated Score. Okay? Schauen wir mal, wie das jetzt funktioniert. Wir brauchen also wieder so einen Classifier. In diesem Fall nehmen wir den K-Nearest Neighbor Classifier. Ja, jetzt habe ich das hier mit einer Variable K gemacht. Ja, dann hätte er jetzt die 1 auch direkt reinschreiben können. Und dann gebe ich jetzt meinem Cross-Wall Score, gebe ich diesen Classifier KNN. Ich gebe dem jetzt meine kompletten Daten, also kein Split vorher. Ich gebe dem jetzt also nicht Training und Test oder irgendwie sowas, sondern ich gebe dem meine kompletten Daten und sage ihm noch den Parameter bitte Five-Fold Cross-Validation. Ja, und wenn ich das jetzt hier ausführe, dann bekomme ich so einen ganzen Vektor von Antworten. Das heißt jetzt für diese Five-Folds, also für diese fünfmalige, bekomme ich jetzt also 5 Fehler, ja, zurückgeliefert. Und das Ganze mit Datensplitten in Training und Test und die Funktion Fit aufrufen und die Funktion Predict oder Score aufrufen, das ist jetzt alles hier drin implementiert in diesem Cross-Wall-Score. Ist also sehr elegant. Ja? Ist also sozusagen nochmal eine Zeile weniger, wenn man so will, wenn man einfach nur cross-validated ausrechnen will, wie gut ist denn so ein K-Nearest Neighbor Classifier auf meiner Dataset, die ich gerade habe. Ja? Und am Ende kann ich dann natürlich auch den Mittelwert ausrechnen. Aber manchmal ist es natürlich, also der Mittelwert ist interessant, klar, das war ja unser Ziel, das auszurechnen, aber manchmal ist auch die Streuung interessant. Ja, es könnte ja sein, dass es, was weiß ich, es ist meistens irgendwie 0,96, aber manchmal ist es so richtig schlecht oder sowas. Das könnte ja sein. Ja. Sowas wäre dann wieder interessant, wenn man sich das noch genauer angucken will. Muss man aber auch nicht. Man kann auch hier direkt schreiben, mein Score ist jetzt einfach Mean von Crosswall Score von diesem ganzen Kram. Ja. Also sehr bequem gemacht jetzt hier in dieser Toolbox.